Hallo Ali und herzlich willkommen. Ich werde heute eine Tom Kha Gai Suppe kochen. Dazu benötige ich Hühnerfleisch. Es ist ja auch eine Hühnerfleischsuppe. Das habe ich mir hier schon mal etwas klein geschnitten. Dann nehme ich Hühnerbrühe. Ich habe hier ein Fertigprodukt, wenn man die Möglichkeit hat. Wäre es natürlich besser, wenn man eine frische Hühnerbrühe hat. Dann nehme ich 2 Büchsen Kokosmilch. Dann steht hier noch etwas Fischsoße. Die brauche ich nachher nochmal zum Würzen. Dann werden Champignons zum Schluss noch mit reingegeben. Dann habe ich hier Galganga-Wurzel. Etwas Kaffir-Limettenblätter, das sind getrocknete, wenn man Glück hat, bekommt man die auch frisch. Dann noch 2 Schalotten, etwas Knoblauch, etwas Chili, Zitronengas, ganz wichtig, eine Limette und hier hinten ist dann noch frischer Koriander mit Wurzel. Das Ganze will ich mir jetzt schon mal ein bisschen vorbereiten und werde dann gleich zeigen, in welcher Reihenfolge ich das in den Topf gebe. Soweit habe ich mir jetzt alles vorbereitet. Das Zitronengras, das schlage ich immer unten ein wenig auf. Und dann teile ich es oben, den oberen Teil, nochmal so in der Mitte durch mit dem Messer. Die Schalotten und die Knoblauchzehen, das habe ich mir in ganz grobe Stücke geschnitten. Das ist völlig ausreichend. Den Koriander habe ich klein geschnitten. Die Wurzel und das, was hier abgezupft wurde, oder die Stiele, die übrig geblieben sind, die koche ich aber mit. Die geben noch ein bisschen Würze. Die Champignons sind geviertelt. Galganga-Wurzel habe ich in Scheiben geschnitten. Chilis halbiert, entkernt und auch das Häutchen entfernt. Ja, und dann geht das Ganze jetzt in den Topf. Hier vorne steht noch so ein bisschen Deko, da habe ich mir noch mal ein bisschen vom Koriander abgemacht. Hier noch mal ein paar ganz dünne Streifchen von den Chilis geschnitten und noch ein paar Scheiben Champignon. Ja, und hier ist dann noch mal Zucker für nachher zum Würzen und hier hinten ist dann noch mal die Fischsoße. So, und dann geht das jetzt in den Topf rein. Die Brühe kommt als erstes in den Topf. Die lasse ich jetzt erstmal einmal heiß werden. Oh, hier hat sich noch ein bisschen abgesetzt. Das hätte ich vielleicht vorher schon mal umrühren sollen. Dann kommt das nochmal mit rein und Tropfen Wasser dazu. Das ist nicht weiter tragisch. So, das setze ich jetzt erstmal auf. Und wenn es dann so ein bisschen dampft, dann kann auch die Kokosnussmilch mit rein. Ja, die sollte man, bevor man die aufmacht, immer gut durchschütteln, damit sie dann auch richtig schön leer ist. Sonst hat man manchmal noch so einen kleinen Rand, dass da Kokoscreme irgendwo festsitzt und das ist ja schade drum. Wenn es dann anfängt zu kochen, muss ich immer mal so ein bisschen durchrühren, dass es ein bisschen abdampfen kann, weil es kann ruhig ein bisschen einkochen. Man kann im Übrigen auch, wenn man das ein bisschen sämiger haben mag, eine Büchse Kokosmilch und eine Büchse Kokoscreme nehmen. Dann ist das nicht ganz so dünnflüssig wie hier jetzt. Ich lasse das aber immer noch mal so ein bisschen einkochen. Ich habe jetzt aber trotzdem auf kleine Flamme schon mal gestellt. Jetzt ist das also alles schon so ein bisschen eingeköchelt. Ich habe immer mal wieder durchgerührt. Jetzt gebe ich meine Zitronengrasstangen dazu, die Kaffirblätter, dann hier den Knoblauch und die Schalotten und das Wurzelwerk und den Stängel vom Koriander. Und das Wurzelwerk gebe ich auch noch dazu. So, und dann auch mal die Hälfte. Naja, ich mache mal 3 halbe Chilis noch mit dran. Das Ganze lasse ich jetzt noch ein bisschen aufköcheln, so 5 Minütchen vielleicht. Und dann kommt das Fleisch als nächstes rein. Das duftet hier schon so sehr lecker. Jetzt ist es auch soweit. Jetzt gebe ich dann das Hähnchen mit dazu. Und da ist es dann immer wichtig, das auf kleiner Flamme, schön auf kleiner Flamme köcheln zu lassen. Ja, umso zarter bleibt nachher das Fleisch auch, es wird dann nicht trocken. So, dann kommt noch die Limette gleich mit bei. Die kann man also durchaus so schön aus der Hand drücken. Limetten haben ja im Allgemeinen keine Kernchen drin. So, das soll erstmal reichen. Da ist noch ein bisschen Saft drin, das nehme ich eventuell nachher nochmal zum Nachwürzen. Das Ganze nochmal schön durchrühren. Nach 5 bis 10 Minuten leichten Köchelns können dann auch die Champignons damit rein. Und die dann auch nochmal so, ja, 10 Minütchen vielleicht mitziehen lassen. Jetzt gebe ich auch gleich den Koriander hier mit bei. Und dann nochmal gut durchrühren. Und einen Deckel drauf. Ich lasse ihn immer so ein halbes Stückchen oder ein kleines Stückchen hier vorne offen am Rand, dass es noch ein bisschen abdunsten kann. Aber dass die Pilze halt auch richtig schön Hitze abbekommen. So, nun ist die leckere Suppe auch langsam fertig. Ich stelle jetzt schon mal aus. Werde mir jetzt noch ein klein bisschen den Teller vordekorieren und dann werde ich auffüllen.
Natürlich schmeckt so ein Süppchen am besten, wenn sie schön heiß ist. Darum auch zügig auffüllen. Ein bisschen in der Mitte immer das Fleisch. Und ein kleines Türmchen hier bauen kann. Natürlich auch von den Pilzen. Und dann nochmal schön in der Suppe als solches. So, und dann mache ich hier noch ein bisschen Deko rauf. Zum einen habe ich hier noch so einen kleinen Stiel. Den lege ich hier noch mit zu. Naja, gut, den lassen wir heute mal einfach weg. Der ist nicht mehr ganz so schön. Aber so ein bisschen Koriander kommt hier hinten noch mit bei. Dann noch ein bisschen von der Chili, von der grünen und auch von der roten. Und ein, zwei Pilze. So, das war es dann erstmal soweit. So werde ich das jetzt servieren. Das ist mein heutiger Teller. Ich wünsche jedenfalls einen guten Appetit. Viel Spaß beim eventuellen Nachmachen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!